Ah, servus, liebe Kindautoren, wir haben hier und heute den Jo, ein hervorragender Bergsteiger. Und der kennt sich auch aus mit Gore-Tex-Jacken und anderen Membranjacken. Jo, worauf muss ich jetzt achten, wenn ich eine Gore-Tex-Jacke wasche? Was kann ich falsch machen? Sag's gleich. Nicht viel. Okay, das ist beruhigend. Es ist einfacher, als du denkst. Einfacher, als du denkst. Hofbräu, herzogliches Brauhaus, Tegernsee. Okay, also, was muss ich machen, damit die Gore-Tex-Jacke lange dicht bleibt und nicht kaputt geht? Da darf man nicht in den Dornenbusch springen, es darf keine Löcher kriegen, das ist schon mal die erste. Gut. Wenn sie dreckig ist, ja, ist gar nicht so wild. Man schmeißt sie in eine Waschmaschine. So wie deine stellt hier. Stellt im Idealfall auf Outdoor-Modus, aber es geht auch im normalen Schongang. Okay, wollte ich gerade sagen, wenn ich keinen Outdoor-Modus habe. Ganz egal, Schongang, wichtig sind 30 Grad, also nicht übertrieben heiß. Ja. Möglichst wenig schleudern. Okay. Weil in dem Textil hält sich ja auch kein Wasser, das wird gar nicht groß nass. Okay. Also muss man auch nichts rausschleudern. Stellen wir jetzt hier mal auf 400 ein. Ja, was nehme ich für ein Waschmittel her, Jo? Und am besten nimmt man ein normales Flüssigwaschmittel. Okay. Pulverwaschmittel geht auch. Okay. Waschmittel ist besser. Hier haben wir jetzt allerdings ein Wash and Repel, also okay, ein Waschmittel mit Imprägnierung. Ist nicht unbedingt nötig, wir haben es jetzt halt da. Damit das außen das abperlt am Außenmaterial, am Stoff. Genau, das hat nichts mit der Wasserdichtigkeit okay zu tun. Aber wenn sich außen die schönen Punkte, die schönen Wassertropfen ja bilden, dann heißt es nicht, dass die Jacke dicht ist, dann heißt es nur, dass sie gut imprägniert ist. Das, okay. Genau, aber auch das ist wichtig, damit die Jacke nachher gut funktioniert. Wie gesagt, normales Flüssigwaschmittel tut es auch. Wir haben jetzt eine doppelte Funktion hier ja in dem Waschmittel. Und das nehmen wir her, stellen es auf 30 Grad ein und lassen das Ding nachher rödeln und dann kommt es sauber und imprägniert wieder raus. Was für ein Waschmittel sollte ich bitte nicht verwenden? Also kein Feinwaschmittel, okay, kein Weichspüler, wollte ich sagen, Feinwaschmittel schon. Kein Weichspüler, kein Bleich, keine Bleiche, keine zusätzliche Chemie und so weiter. Okay. Genau, viel mehr kann man gar nicht falsch machen. Wunderbar, jo. Einfache Sache, funktioniert daheim hervorragend. Die meisten haben Angst, zu wenig zu waschen. Okay. Deshalb waschen es viele Leute überhaupt nicht. Und dann verstopft sie es ja. Das ist ein Fehler. Regelmäßig waschen, wie alle anderen Sachen auch. Vielleicht nicht so oft wie eine Unterhose. Wie tut es dann trocknen? In den Trockner rein oder was meinst du? Wenn es dann fertig ist, ausschütteln, austrocknen lassen, so ein bisschen an der Luft. Gut. Und danach, um die Imprägnierung aufzufrischen, ja, um die überhaupt abperlen zu ja lassen, in den Trockner schmeißen. Das ist ganz wichtig für okay die Imprägnierung. Super! Oder bügeln. Dann aufpassen, dass man das Bügeleisen nicht so heiß macht und sich keine Löcher reinbringt. Jo, vielen Dank für deine Tipps. Und wenn ihr mehr wissen wollt, schaut auf kinderoutdoor.de vorbei. Dankeschön!